Eine großartige Schauspielerin, eine sehr, sehr erfolgreiche Regisseurin. Heute bei uns zu Gast, meine Damen und Herren. Premiere gestern mit einem neuen Film von Volker Schlöndorff. Herzlich willkommen, Katharina Thalbach. Gestern war Premiere. Ja. War es spät? Danach war es sehr spät, ja. Furchtbar. Nicht reden drüber. Wieso? Warum? Also nur in Andeutung. War Otto Sander da? Oder was? Nein, Otto war nicht da, aber es ging auch ohne Otto. Wirklich? Lange und feucht, ja. Ja? Mhm. Ist das so, stürzt man dann ab, weil die Spannung von einem abfällt oder weil man einfach gerne abstürzt? Och, ich will das jetzt nicht so vertiefen. Also ich meine, ich stürze auch gerne ohne Grund ab, so ist es nicht. Aber also bei Premieren irgendwie, und wenn es dann immer so offiziell alles ist, das mag ich eigentlich nicht. Und da muss ich mich irgendwie ablenken. Wie? Und danach muss ich dann eben entspannen und so. Ich finde dann schon immer einen Grund. Also, ja klar, das ist ja auch völlig okay. Wie kam der Film an? Ich glaube ganz gut, der ist ein sehr kontroverser Film. Man muss sagen, also, der Film heißt Streik. Streik. Ja, der hat auch, ist das Polnisch? Ja, auch, das heißt auch auf Polnisch Streik. Also Streik ist Streik. Es ist auch Polnisch geschrieben. Weil es geht um dieser Solidarność. Also es geht eigentlich um, man kennt ja immer Wałęsa. Eigentlich war da noch eine Frau dahinter. Die spielen Sie in dem Film? Ja, die heißt in echt heißt sie Anna Valentinowitsch. Bei uns heißt sie Agnieszka. Das ist eine Kranführerin, die dort wirklich als ganz junges Mädchen an der Danziger Werft angefangen hat und eigentlich sich immer für Gerechtigkeit eingesetzt hat, fast wie eine Jeanne d'Arc. Und im Grunde genommen war sie die Auslöserin des ganzen großen Streiks, weil sie wurde entlassen. Und war dann eigentlich die Streikführerin. Und wie mir die Arbeiter auf der Werft immer erzählt haben, also das ist jetzt Originalton, haben wir gesagt, also wir wollen uns mal nichts vormachen. Wenn Anna einen Schwanz gehabt hätte, dann hätte sie wahrscheinlich den Nobelpreis bekommen. Also insofern, ja. Das ist mal ein Satz. Das ist mal ein Satz. Ja, aber das ist so. Lebt die Frau noch? Die Frau lebt noch, ja. Hat die den Film gesehen? Ja, und sie ist eigentlich bis heute eine sehr streitbare Person und war eigentlich gar nicht so glücklich damit, obwohl es wirklich wie ein, wir setzen ihr sozusagen ein Denkmal. Ja. Aber die ist da wirklich bis heute ein zähes, stures Luder und sagt, das interessiert sie alles nicht, total uneitel. Und findet es eigentlich auch nicht richtig, weil sie hätte am liebsten eingesetzt, wo bei uns der Film aufhört. Nämlich da, wo das Kriegsrecht begann, wo sie auch sehr viel im Gefängnis war und wo sie eigentlich bis heute für die Gewerkschaft kämpft und meint, es ist bis heute alles nicht passiert. Und sie hat ja auch recht. Ne? Und also insofern ist es sehr kontrovers. Es ist auch sehr kontrovers in Polen diskutiert worden. Und auch hier. Aber ich fand es irrsinnig wichtig, diesen Film zu machen. Das finde ich ja erstaunlich, dass man sozusagen so einen Film finanziert kriegt, also eigentlich sprödes Thema, ja. Mhm. Dann Deutsche, die einen Film zu einem so urpolnischen Thema machen. Gibt's, hat auch L'Armoire, wie spricht man es genau aus? Ja, ich weiß es so genau, weiß ich es auch nicht. Ja, also man sagt, ich probiere es mal so, Ja, genau. Hat der auch den Film gesehen? Der hat ihn in Danzig gesehen, stand wohl auf, ich war leider nicht dabei, weil ich arbeiten musste, aber Schlöndorff hat es mir erzählt, stand dann auf. Im Grunde genommen, die Filmgeschichte wiederholte sich, weil er war im Vordergrund und unsere arme Anna Valentinowitsch war im Krankenhaus und sagte, also als Elektriker finde ich den Film hervorragend und als Präsident darf ich mich nicht äußern. Also er fühlt sich immer noch als Präsident, muss man mal, nach so vielen Jahren. Das finde ich aber eine schöne Sache. Da ist halt, ja, also das heißt, er lässt sich auch noch mit Herr Präsident anreden? Ja, ich glaube, das hört er gerne. Ja, aber das ist in Amerika ja auch so. Wer auch nicht mehr Präsident ist, wird ja immer noch mit Mr. President angeredet. Im Ernst? Ja, das ist... So, ich glaube, bei uns ist, glaube ich, auch so, man sagt auch immer noch Herr Bundeskanzler zu allen, die jemals Bundeskanzler waren. Ah, ja? Also habe ich mal irgendwo gelesen. Das so erstrebenswert ist. Läuft der Film denn auch in Polen? Der läuft in Polen, ja. Ja. Also ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt keine Zuschauerzahlen oder so, aber er läuft, ja. Er läuft, umstritten, aber er läuft. Ich habe mir das vorhin kurz überlegt, war das eigentlich die zweite Arbeit mit Schlöndorff nach der Brechttrommel? Naja, da lagen 30 Jahre dazwischen und wir haben eben wieder in Danzig gedreht. Nichts mehr gemacht mit Danzig? Nee, wir waren sehr befreundet, ja. Ja.
Und das war auch sehr, nee, das war irgendwie lustig, weil wir hatten ein sehr schönes Hotel direkt an der Ostsee. Ja. Und wenn wir mal frei hatten, was ja selten vorkam, wir machten Volker und ich mal einen Strandspaziergang. Und wenn wir nach links geguckt haben, waren da die alten Badehäuser, wo wir unsere Brausepulver sehen und die alles gedreht haben. Und nach rechts konnte man die Kräne gucken von der Werft. Und wir sind dazwischen immer hin und her gegangen und haben so also mal das Leben so kurz aufgearbeitet zwischen uns beiden. War sehr schön. Ist aber eigentlich toll, ne? War gut, nach ja. so vielen Jahren? Ja, war nett. Ja? Jetzt, das ist eigentlich toll für uns hier in Köln, jetzt inszenieren Sie hier am Montag in Köln eine Oper. Da geht's los, ja. Da, Jenufa von Janacek, ja. Das ist zeitgenössisch, aber sagen wir mal Komo-zeitgenössisch, ja? Also nicht... Ja. Boah. Also letztes Jahr. Ja. Ja gut, aber halt, weiß nicht, Janacek, wann war das? Ja, es ist nicht Mozart. 1940, ja, gut. 20er Jahre hat das. Ja gut, aber es ist nicht so schräg, dass man sagt, also in der ersten... Nein, es ist nicht diese Erschreckermusik. Ich sage ja immer Erschreckermusik. Ja. Immer. Ja. Machen Sie das gern, Opern inszenieren? Sehr lieber als gern. Schauspiel? Nee, das würde ich so nicht sagen. Also es ist einfach schön, wenn ich mal wechseln kann. Es ist einfach klasse, so einmal im Jahr andauernd mit Musik umgeben zu sein. Das ist eh die halbe Miete beim Inszenieren. Weil man hat natürlich, man ist durch die Zeit begrenzt, ne? Und das gibt einem die Musik vor, man hat ein Korsett an. Aber das, finde ich, macht mir sehr viel Spaß. Und wie ist es mit den Sängern? Mein Eindruck ist, es hat sich viel getan mit den Sängern. Also dieses stumpfe Rumstehen und ich kann mich nicht bewegen, das ist nicht mehr so, oder? Nee, das ist schon lange oder nicht doch. Mehr so. Ganz im Gegenteil, die wollen, na gut, es gibt einfach Stellen beim Singen, wo die so stützen müssen, da kann man sie nicht im Kopfstand machen lassen. Ne? Ja. Aber also ich habe bis jetzt immer super Erfahrungen gehabt mit den Sängern. Also habe sehr gerne mit denen gearbeitet und die wollten auch immer spielen. Das glaube ich, ja. Sie wollen ja auch, und wenn man die sieht, die sind ja teilweise richtig, sehen eigentlich aus wie Schauspieler, nicht? Also die sehen Schauspieler aus. Sie sind jung, schlank irgendwie, was die da teilweise auch machen müssen während des Singens, das finde ich schon enorm. Ja, finde ich auch. An Bewegungen und so. Ja? Also ich habe da wirklich super Erfahrungen mit denen. Wann ist der Premiere? Ach, am 28. April. Also Sie sind noch ein bisschen hin. Und dann kommt noch ein Film, den wollen wir zumindest kurz erwähnen, der heißt Hände weg von Mississippi. Ja. Ein Kinderfilm. Ein Kinderfilm von Detlef Buck, also der erste Buck-Kinderfilm. Und also das ist war eine wunderschöne Dreharbeit, ist eine Cornelia Funke-Verfilmung. Mhm. Und der kommt in 14 Tagen raus und auf den freue ich mich richtig. Also das glaube ich, das kann auch gar nicht umstritten sein, weil der so schön geworden ist. Es ist auch dann aber toll, wenn man mit zwei solchen Filmen präsent ist im Kino. Ja. Ein anspruchsvoller, ein bisschen vielleicht tristerer Inhalt. Ja. Ernst, ja, politisch. Und dann Hände weg von Mississippi. Ja, und das ist, glaube ich... Und dann die Oper hier, Jenufa? Jenufa, ja. Jenufa von Janacek. Katharina Tawa, vielen Dank. Danke auch. Ja, alles Gute und toi 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 für die ganzen Projekte. Dankeschön. Dankeschön.